Lass uns nochmal über dein Album ein bisschen quatschen, Silla. Speziell über den Albumnamen. Der ist ja sehr, oder kann für einige Leute sehr anstößig sein. Ja, das wirst du sicher auch selbst wissen. Mich würde interessieren, wie du speziell auf den Namen gekommen bist, was das für einen Hintergrund für dich auch selbst hat und wie du vielleicht mit Kritik umgehst, die wahrscheinlich zwangsläufig noch kommen wird oder vielleicht, oder ob schon Kritik wirklich auf dich zugekommen ist, da vielleicht kannst du dazu was sagen. Bis jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich habe noch kein negatives Feedback bis jetzt bekommen. Ich habe mal so beim Überfliegen der Kommentare, also als ich mein Cover online gestellt habe, weil ich natürlich auf die Resonanz der Fans gespannt war, geguckt und da war vielleicht so ein Kommentar oder zwei, wo es hieß, ja, voll der respektlose Titel und das ist ja irgendwie Blasphemie und Gotteslästerung und wegen Jesus, die Passion Christi. Aber ich denke, die Leute verstehen schon dieses witzige Wortspiel dahinter. Und die Passion Whisky, ja, kann ja jeder, der meine Vergangenheit kennt, weiß ja, was ich damit meine. So, das ist halt das Einzige, was mich unten halten kann, ist der Alkohol. Sonst bin ich eigentlich topfit und mache meine Sachen. Und im nüchternen Zustand habe ich so viel Positives erreicht, wie auch in diesen 10 Wochen. Da habe ich auch komplett gar nichts angerührt. Und das ist halt das Einzige, was mich zurückwerfen kann. So. Also du hast quasi deine Schwäche hast du so in den Vordergrund gestellt und gehst damit ja, wie man auch merkt, sehr offen um so. Ja, definitiv. Also das ist ja auch irgendwann so, dass dieses Künstlerding mit der Privatperson verschmilzt ja irgendwann. Du wirst ja dann auf der Straße von den Leuten, die dich von der Musik kennen, du wirst ja nicht als Privatperson wahrgenommen, sondern die kennen dich, deine ganze Problematik und irgendwann verwischt das auch, weißt du, wenn du draußen Leute triffst und yo, Zilla, was geht? Und weißt du bist dann halt dieser Typ auch, dieser Rapper. Und deswegen, ich finde, das ist auch wichtig, so, dass man sich mit dem Künstler identifizieren kann, dass er was von sich preisgibt. So, weil die Musik ist natürlich auch ein Aspekt, so, die Musik soll geil sein, die soll pumpen, die soll Emotionen bei den Leuten auslösen. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Leute mich greifen können, so, dass die mich als Person cool finden und wie ich vorhin schon meinte, auch sehen können. Was alles möglich ist und dass man das alles schaffen kann, wenn man die Dämonen besiegt. Deswegen gehe ich damit ganz offen um. So. Also du hast damit auch nicht so Probleme wie vielleicht andere, wenn du ein und zwei öfter mal angesprochen Ich wirst. versuche nicht so ein überdimensionales Bild von mir zu zeichnen in der Öffentlichkeit, sondern ich bin ein Mensch genauso wie du, wie jeder hier. Wir haben alle unsere Stärken, wir haben alle unsere Schwächen. Und ich finde auch den offensiven Umgang mit den Schwächen ist dann auch wieder eine Stärke. So. Und deswegen es entspricht einfach meinem Naturell. So. Und das ist auch einfach noch so ein anderer Aspekt dabei ist, dass ich manchmal im wahren Leben es mir schwerfällt, mich mit Problemen auseinanderzusetzen. Wenn jetzt Leute zu mir kommen und sagen, ey, das war doch wieder voll scheiße und wie du dich da benommen hast und wieder voll abgeschossen und so, du Opfer. Ich kann dann, also ich kann mit meinen Gefühlen so im Privat manchmal nicht so, komm ich, die kommen nicht so gut raus. Ich fresse das dann alles in mich rein und so und hab dann keinen Bock und sag, ja, ey, Leute. Ich mache das schon und so, ich komme schon klar. Und in der Musik kann ich das halt alles loslassen. So. Also ich kann meine Gefühle manchmal in der Musik besser ausdrücken, als wenn ich jetzt irgendwie ein Streitgespräch mit Nick One zum Beispiel habe oder so. Ja, also ich bin in der Musik irgendwie freier. So. Das ist auch gerade, weil ich sehr introvertierter Mensch bin, kann ich halt da alles rauslassen. So. Und wie gesagt, daher rührt diese Ehrlichkeit dann auch. Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr positiv. Wie gesagt, no homo, aber finde ich sehr cool. Dann gab es im Vorfeld zwei Tracklists, die veröffentlicht wurden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da waren wahrscheinlich auch einige Fans verwundert drüber, was ist da passiert. Gab es da Ärger mit irgendwelchen Acts oder ja? Nee, da sind ja keine Features jetzt weggefallen, glaube ich. Das wurde nur ein bisschen geswitcht. Also ich hatte eigentlich. Der Albumprozess war schon ein bisschen fortgeschritten und das Album war aber noch nicht fertig. Und ich hatte halt noch eine Liste mit Leuten, die ich unbedingt drauf haben will, zum Beispiel Joker, Motrip. Wollte halt eigentlich jeweils einen Solo-Song mit denen machen. Und das hat sich dann aber anhand der Beat-Auswahl irgendwie dann nicht mehr ganz ergeben. Und dann haben wir halt beschlossen, zusammen zu dritten Song zu machen. Und ich hatte halt vom Label aber dann schon so die Info, so, ey, wir brauchen jetzt, um in die Vorbestellung zu gehen, brauchen wir schon mal eine Tracklist, so eine etwaige, so wie sie in etwa aussehen wird. Dann habe ich halt diese Tracklist mit 23 Anspielpunkten preisgegeben und die ist jetzt im Internet auch, taucht noch des Öfteren auf. Aber letztendlich wurde das dann ein bisschen geschrumpft, glaube ich, um zwei Anspielpunkte. Aber
bei der ersten waren 4 Skits dabei, jetzt habe ich halt nur 2 drauf. Also ist jetzt nicht so, dass es das jetzt so eine Mogelpackung ist, dass man irgendwie schreibt, man hat 80 Songs und dann kommt es raus und da sind nur 16 drauf. Also es ist echt, es wurde so ein bisschen geschrumpft, so zusammen, bisschen zusammengewürfelt, so kompakter gemacht. Und jetzt aber müsste eigentlich jeder gecheckt haben, dass die aktuelle Tracklist auch im Umlauf ist. Ja. Also auf keinen Fall ein Qualitätsverlust. Nee, definitiv nicht. Ich habe nur von Ganji die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und meinte, ey, ich brauche jetzt die Tracklist, sonst müssen wir das Album verschieben. Ja, und dann habe ich es halt etwa so, weil ich habe mir halt vorher wirklich schon, ich mache mir immer vorher schon Gedanken, wie das Album aussieht und kann das dann halt locker abarbeiten. So. Das ist halt für meinen Kopf besser. Und dann musste ich halt am Ende so ein paar Kompromisse eingehen, aber alles cool. Okay. Auch nochmal eine Frage an euch beide. Ich meine, die Leute kennen noch nicht euer Album. Vielleicht ist die Frage deswegen auch ein bisschen interessanter noch. Wenn ihr jemanden jetzt von diesem Album einen Track vorspielen müsstet, ja, und von dem ihr oder von euch wird erwartet, ihr müsst mit einem Track das Album am besten widerspiegeln, so. Welcher Track fällt euch da spontan ein, wo du zum Beispiel sagst, okay, Nick Bonn, den Track erklärt Zilla hier auf dem Album einfach am besten oder was ist dein Lieblingstrack oder so? Das sind 2 Fragen eigentlich. Also meiner jetzt von seinem Album. Genau wie du oder genau wie ich. Genau wie ich. Genau wie du heißt der Song. Das ist mein persönlicher Auto-Lieblingssong. Den höre ich immer gern. Und ja, der passt auch sehr zur Jahreszeit. Und der geht sehr deep, der Beat ist krass, krasse Lyrics. Das ist mein persönlicher Favorit und ob es jetzt nun das ganze komplette Album widerspiegelt, ist eine andere Frage, das ist Geschmackssache, aber das ist zum Beispiel mein Favorit. Aber da sind auch noch sehr krasse andere Songs drauf. Ich würde dann bei meinem Album auf jeden Fall den Song mit J-Love nennen, also jetzt als Julian Williams unterwegs, Gewinner, das ist auch gleich der erste Anspielpunkt und war auch der erste Song, den ich aufgenommen habe, gleich als ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Der umarmt das Album halt komplett, der beschreibt halt so dieses Ding, ey, es reicht jetzt und so, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Jetzt ist ein neuer Zilla geboren, so ich leg die ganzen alten Fehler ab und bin ein Gewinner. Und durch diese Blutschweißtränen, was ich alles investiert habe, habe ich es hierhin geschafft. Und diesen Song würde ich auf jeden Fall vorspielen, wenn ich das Album beschreiben müsste. Auf jeden Fall, aber es sind auch... Schwer, es sind viele Songs, die geil sind, aber das spiegelt das Album perfekt wieder, der Gewinner-Song, würde ich sagen, ja. Und kannst du vielleicht was schon zu einer Videoauskupplung sagen oder ist das noch alles streng geheim? Wollen wir das jetzt, ich rede so rein, weil ich bin so faul. Videoauskopplung. Es war halt so, dass Flair kam ja am 2.11., ich komme jetzt am 7.12., wir haben uns halt gesagt, okay, ey, wir müssen das dieses Jahr jetzt noch machen, so der Hype ist gerade da, Zilla muss sein Album auf jeden Fall bringen. Daher ist es jetzt ein bisschen unüblich gelaufen, so, da kam jetzt nicht so wie des Öfteren vor Alben, dass man dann 2-3 Monate vorher schon irgendwie eine erste Street-Single teased. So. Es war halt so, dass Flair mich quasi auf dieser dritten Single von seinem Album mit Mo Mitchell, war das die vierte, ich glaube die vierte Single, dass der mich halt da so angeteased hat, so mit, dass da vorher auch kam, die Passion Whisky erscheint. Ich hatte ein Feature in diesem Video. Ich habe halt gleich die Aufmerksamkeit auch nochmal bekommen. Und jetzt kommt, eine Woche vor Release, kommt das erste Video tatsächlich erst. Okay. Und das ist so ein Split von Rap Casablanca und KKK. Wie gesagt, sehr unüblich. Eigentlich macht man das schon mit viel weiterem Vorlauf. Aber da ich dieses Jahr so viel Output hatte mit Südberlin Maskulin 2, mit der Monsterbox, wo ich auch Videos gemacht habe, dachte ich, da muss man auch mal jetzt einen kleinen Zeitraum lassen und es ging halt auch einfach, es war halt einfach nicht anders vereinbar so. Und jetzt haben wir uns entschieden, so einen Split zu machen und wollen dann auch, wenn das Album draußen ist, Ende Dezember nochmal eine zweite Single nachschießen, die dann auch nochmal digital erhältlich sein wird. Und so, ja, das ist das Ding auf jeden Fall. Also es passiert noch was dieses Jahr. Definitiv. So, wenn es nach mir geht, ich würde gerne wirklich zu jedem Album Song ein Video drehen. Ja, ja. Also das ist für mich halt das Geilste, das zu visualisieren. Aber das war jetzt halt nicht möglich. Und ich versuche halt echt mal beim nächsten Album, wenn ich 2013 mit irgendwas um die Ecke komme, dann versuche ich wieder mehr auf den Video-Output zu setzen. Okay. Und habe auch generell einfach mal die Vision. Ich weiß jetzt, wenn ich das jetzt sage, vielleicht nimmt mir das dann jemand weg oder vielleicht ist das auch gar nicht so eine tolle Idee.
ich sag's jetzt einfach mal, ich würde gerne halt mal komplett ein Album machen mit einer DVD gleichzeitig dazu, dass du quasi das Album hast und dann auch auf der DVD hast du auch nochmal das Album, aber als kompletten Film. Also du hast quasi vom 1. bis zum 15. Anspielpunkt halt wie ein Film. Also was greift, mehr greifbar vielleicht? Ja, so 15 Musikvideos aneinander, die dann halt so durch so eine Mini-Handlung irgendwie so ineinander übergehen, die Songs. Das ist so mein großer Traum quasi, also so einen Musikfilm quasi mal zu drehen. So. Klingt sehr cool, ist wahrscheinlich auch dann sehr zeitintensiv. Sehr zeitintensiv, aber ich finde, wenn man mal was Cooles erschaffen will, dann sollte man auch mal die Arbeit auf sich nehmen, so, weil das macht ja auch Spaß. Und ja. Auf jeden Fall habe ich das mal vor, so das zu verknüpfen. Ich würde mich gerne auch mal schauspielerisch betätigen, deswegen. Okay, also an die Regisseure aus dem Land, meldet euch bei Zilla. Nee, gerade auch. Ich gehe auch mit dem Anspruch an jeden Song, den ich mache. Ich gehe ja nicht ins Studio und sage, ey, ich mache jetzt einfach mal einen Song, sondern ich sehe halt immer schon, also gebe mich halt nicht zufrieden so. Also durch meine persönliche Qualitätskontrolle fällt halt jeder Song, wo ich denke, das kann man jetzt nicht als Video, könnte man jetzt nicht als Video verfilmen. Ja, ich verstehe. Ja. Deswegen versuche ich halt, feile ich halt so lange an den Lyrics, so lange an der Produktion, bis es wirklich krass ist, dass man echt sagen kann, ey, jeder Song ist ein Hit, zu jedem Song könnte ein Video entstehen und das ist auch so mein Plan für die Zukunft und wie gesagt, meine Herangehensweise generell an das Musizieren. Also nicht nur Audio, sondern auch Video. Auf jeden Fall. Ja, okay. Dann noch ein Punkt, der die Fans, glaube ich, auch brennend interessiert immer noch. Die Personalie Bushido. Da gab es eine Versöhnung. Ja. Und es war wohl auch, so wie ich das mitbekommen habe, eine Zusammenarbeit geplant, die du dann abgesagt hast. Stimmt es? Was ist da dran, um das einfach nur klarzustellen? Nee, also an mich persönlich kam nie wurde nie eine Anfrage gerichtet. Und von daher hat sich da nichts ergeben. Okay, gut, okay. Erzählt man sich das, oder? Ja, es wird ein bisschen aufgeschnappt. Also ich hab's jetzt mir nicht frei erfunden, so, weißt du? Ich hatte keine Anfrage im Briefkasten. Okay, gut. Abschließend haben wir noch zwei, drei Facebook-Fragen für euch, die ihr vielleicht auch beide beantworten könnt. Von Facebook-Leuten? Genau, richtig. Ja, richtig. Nicht von Facebook. Und zwar Hohim Chin aus Mainz fragt, wo geht ihr am liebsten in Berlin essen oder wo kann man am besten in Berlin essen gehen? Vielleicht könnt ihr das auch gerne beide beantworten. Vielleicht zuerst. Ja, oder wie ihr wollt. Ja, er ist wohl genährter, er kann mehr dazu sagen jetzt gerade, aktuell. Also der Hungerhaken hier ist Salat zu Hause, nein Spaß. Wir haben unseren Lieblingsitaliener, La Cantina heißt er, ist auch vom Freund von uns, Familienbetrieb. Da sind wir auch sehr oft, also die ganzen Interviews. Die meisten, die du da siehst, sind halt auch in dem Laden. Ist halt typisch italienisch. Kein Araber, der auf Italiener macht, sondern wirklich Italiener. An dieser Stelle Gruß an Kors. Und ansonsten gibt es halt noch die schnellen Dinger, City Chicken und solche Dinger, wo man halt schnell nach dem Pumpen sich ein bisschen, ja genau, halt halbes Hähnchen, Pommes, Salat, Hummus und solche Sachen. Ja, dann weiß er noch ein paar. So. Ich gehe gerne zum Midtown Grill, das ist am Potsdamer Platz. So richtig schön, da gibt es Steak und Hummer, Fisch, also so ein bisschen gediegener. Top-Adresse, wo ich immer gerne mit Frauchen auch hingehe, wenn ich sie mal nett ausführen möchte. Auch ein bisschen edler und gehobener, ja? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also da kannst du jetzt nicht, da musst du schon 150 Euro mitnehmen, so wenn du zu zweit richtig schön mit Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, schönes Weinchen dazu für die Frau. Mit Tom Grill, ist das, wo wir damals waren, war Potsdamer? Ja, da haben wir mein Top 10 Release gefeiert. Yeah, weißt du noch? Mit vier Alben gleichzeitig in den Top 10. Nee, das war ja gar nicht so. Das war ja eigentlich eine Lüge. Ich dachte, das habe ich ja nur geschrieben, um krasser dazustehen, als ich eigentlich bin. Nee, die Monsterbox war ja. Ich dachte das ja auch. Ich dachte ja, die Monsterbox ist in den Top 10, aber es war ja nur das Album Wiederbelebt, was in der Monsterbox drin war. Das ist auch mal klar. Vier Dinger waren drin, also vier Top 10. Also ja, schön wär's. Aber da gab es einen krassen Spinat der Welt. Aber sonst, ja, Midtown Grill ist krass, man, sonst, letztes war ich mal bei Grill Royal, ist auch super. Es gibt echt viel guten Kram in Berlin auf jeden Fall. Was ist hier in Frankfurt so angesagt? Ich bin leider nicht aus Frankfurt. Wo kommst du, auch aus Mainz hier, oder ja, was ist denn hier? Da kann ich dir den Burgerladen empfehlen, wenn ich noch mal kurz Werbung machen darf. Das ist Burgerladen, Biofleisch, Adresse ist Mainzer Innenstadt.
die Leute werden sich freuen. Also wirklich. Dann die nächste Facebook-User-Frage von Oscar. Und zwar geht es da um das um den Beef zwischen Banger Music und Südberlin Maskulin. Und zwar, ob das nicht am Ende des Tages nur ein Promo-Beef ist. Ja, ich sag mal so, ich stichel auch gerne so. Ich mach, weißt du, aus, das war ja damals mit Farid und Kollege, da ging es ja immer heiß her. So, und ich mach mir halt auch einen Spaß draus und stichel halt so. Das macht mir halt Spaß, aber ich nehme es halt komplett gar nicht ernst. Mhm. Ich bin halt jemand, an dem prallt es vollkommen ab. So, weil ich habe meine eigenen Probleme, so, weißt du, weil sie sich um, so, wenn man sich so um andere Typen Gedanken macht, weißt du, ich finde, das sind Sachen, das tun Bitches, so, weißt du, Bitches untereinander auf der Damentoilette, die unterhalten sich über andere Typen, aber ich unterhalte mich nicht über andere Typen, so, ich finde das, weißt du, so eine Lästerei und so, ist gar nicht mein Ding, Alter. Und deswegen, aber trotzdem, ich mache mir ab und zu einen Spaß draus, weil da kommen ja auch immer ein paar Pfeile. Und, aber alles cool, Mann, alles. Alles funny, alles Entertainment, so. Am Ende sollte man das auch nicht zu ernst nehmen, weil ich sehe ja die Fans, wie die das hochsterilisieren, weißt du, die hassen mich. Es gibt ja Leute, die wollen ja wirklich, dass ich beim Autounfall verunglücke, weißt du, so sehr hassen die mich, so. Und ich frage mich, wo kommt dieser Hass her, so, weißt du, die sollen sich alle mal ein bisschen locker machen, finde ich. Und ja, man muss das alles mit einem Augenzwinkern auch betrachten, so, weißt du, bis jetzt ist es ja auch nicht ausgeartet und von meiner Seite aus bin ich auch kein Typ, der da echt so viel Energie verschwendet, so. Magst du vielleicht auch noch was dazu sagen, Nick? Zu Beef? Zu der Beef-Geschichte, ja. Vielleicht auch generell zu Beef. Ja, Beef schmeckt gut. Wir gehen jetzt Beef essen, aber Banger Musik ist was jetzt? Ist Farid jetzt? Ja. Also vom Farid kam nichts gegen mich. Ansonsten was anderes habe ich nicht gehört. Also gegen mich kam da nichts. Wir hatten da einmal eine Sache, wo unser Video gesperrt wurde. Ja. Wegen so einer Kinderkacke so. Aber ansonsten, ich habe gar nichts gegen die Jungs. Da kam die grandiose Stellungnahme. Ja, da habe ich mich einmal zu geäußert, dass ich ein bisschen peinlich finde, dass der Junge unser Video löscht. Obwohl der am meisten ausholt, so was Deutschland betrifft. So, Mütter werden da in den Mund genommen, alles. Und austeilen kann, aber nicht einstecken kann. Und das war, da war das Thema auch für mich gegessen. Ich habe dann hier und da gehört, dass irgendwelche Leute von ihm meinen Namen im Mund genommen haben. Aber kenne ich nicht, interessiert mich auch nicht die Leute. Und wie gesagt, ich will Platten verkaufen, mich nicht mit kleinen Kindern beschäftigen, so weißt du. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, die wird von Tim aus Hamburg gestellt. Im Moment ist es ja große Mode, dass fast oder viele Rapper ihren eigenen Kopfhörer präsentieren oder in den. Echo hat auch jetzt welche, ne? Ja. Echo der erste, ne? Ja, Echo Beats. Aber Echo ist cool. Ich wünsche Echo alles Gute. Die Beats. Okay. Wird aber noch weiter gefragt, und zwar, keine Ahnung, 50 macht ihr zum Beispiel auch in drüben in den Staaten sehr, sehr viel. Mhm. Habt ihr euch auch schon mal was in irgendeine Richtung erlegt, so Marketing-Gag-mäßig noch so? Ich finde es definitiv interessant, wenn man so expandiert als Rapper, weil man kann viel machen, finde ich, ist auch in Deutschland noch nicht so durchgedrungen, dass ein Rapper mal wirklich Geld in die Hand nimmt. So in Amerika siehst du das ja, da macht ja von Ludacris bis Jay-Z und so, da macht ja jeder an jeder Ecke irgendwie ein Restaurant auf und sowas. Alkohol und so. Und bringen Alkohol raus und so, das finde ich persönlich, finde ich geil, weil man kann seinen Namen halt neben der Musik echt nutzen für sowas. Und ich habe da auch... Mit Alkohol nicht gut, mit Alkohol zu werben. Also wenn du einen großen Namen hast, großen Status, kannst du mit tausend Sachen werben, warum unbedingt mit Alkohol? Weißt du, er ist nicht der Einzige, der ein Problem mit Alkohol hatte, so, weißt du, dann muss man es nicht noch verherrlichen, wenn man dann wirklich einen Status und einen Ruf hat. So. Ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Limited Amazon Edition, da gibt es ja diesen Whiskybecher, den ich da reingemacht habe, diesen Zilla Whiskybecher. Er darf das, er selber darf. Ja, das ist auch so, soll auch so ein symbolisches Zeichen sein, so quasi, so Leute, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht und ich hab keinen Bock mehr hier. Nehmt diesen Becher und vielleicht macht ihr auch eure Erfahrungen und vielleicht werden die aber besser sein als bei mir. Also ich möchte jetzt keinen anstiften zum Trinken, so. Es ist einfach nur auch so eine symbolische Sache, so ich gebe den Cache quasi des Alkohols, gebe ich ab, so, weil ich möchte damit nichts mehr zu tun haben und guck, was ihr daraus macht und nehmt mich vielleicht auch als warnendes Beispiel, dass es, wenn man es übertreibt, dass es nicht so gut enden kann. Und ja, sonst, mein Merchandise läuft sehr gut, so da ich bin da auch im regen Austausch mit der Company, die das herstellt. Und bei den Designs der Shirts und so, ich meine, das sind normale Sachen, Merchandise hat ja jeder Rapper. Ja. Aber es macht mir sehr viel Spaß und
in Zukunft kann man vielleicht auch mal irgendwas anderes erwarten, so, aber jetzt ist gerade noch nichts in der Pipeline, so, was ich jetzt verkünden kann. So. Okay. Gut. Davon, wo wir vorhin beim Essen waren, ich würde gerne eine Restaurantkette aufmachen, auch wie gesagt. Zillas. Okay. Zilla machen Burger. Wir, machen wir. Zilla Burger ist immer noch aktuell. Aber also da haben wir hier schon die nächste Idee exklusiv bei Pusher TV. Okay, dann bedanke ich mich schon mal bei euch, dass ihr euch bei dem ganzen Tourstress so viel Zeit genommen habt für uns. Wir bedanken uns. Und die letzten Worte sind euch. So Leute, wir sind auf der Zilla Monster Tour. Heute sind wir in Frankfurt und wir reißen die Hütte ab. Am 7.12. kommt mein Album. Nick Warren ist mit am Start, DJ Jim Tonic ist mit am Start, Edwin, der Brecher, ist mit am Start. Wann kommt das Interview online? Gute Frage, das wissen die Chefs. Ich bin nur hier kleiner Journalist. Okay, Leute. Vor dem 6., also vor dem Release. Vor dem Release, super. Leute, kauft das Album, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Es sind echt massive Hits drauf. zilla.bravado.de, dort findet ihr Merchandise von mir, Stuff. Und haltet die Lauscher und Augen offen. Euer Zilla.